Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fall Guys. Heute mit dem YOLO Mode Dolo LP. Wieso hackt das schon wieder? Bei jeder Fall Guys Folge ist es so, dass ich irgendwelche Probleme habe. In der ersten Fall Guys Folge hat ja mein Wolfi ein bisschen rumgehakt. Ich habe mit dem Diddle eine Folge aufgenommen, beziehungsweise sogar drei Folgen. Und habe natürlich vergessen, den Discord-Chat aufzunehmen, deswegen hat man ihn da nicht gehört. Und dann hat sich das so angehört. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Fall Guys. Zusammen mit dem... So, wir spielen auf jeden Fall Süße Diebe. Das ist ein spezieller Modus, der jetzt für Fall Guys rausgekommen ist. Höchstwahrscheinlich wird es den nicht mehr geben, wenn dieses Video rauskommt, weil da jetzt irgendwie nur eine Woche oder sowas da war. Aber ich wollte zumindest eine einzige Folge davon auf meinem Kanal haben. Ich habe bisher sehr, sehr häufig Dieb bekommen, aber diesmal sind wir anscheinend Wächter. Wahrscheinlich muss ich gar nicht erklären, wie das geht, weil das ja jetzt sowieso schon vorbei ist. Aber es gibt halt Diebe und es gibt Wächter, quasi wie Räuber und Gendarme, wenn ihr das vielleicht als Kind gespielt habt oder immer noch spielt. Das ist natürlich ein richtig cooles Spiel. Und ja, die Diebe müssen diese Süßigkeiten hier hinten fangen. Wir warten jetzt mal, dass ein Dieb kommt. Und die Diebe, oh, die können sich unsichtbar machen, wenn sie eine Taste drücken. Ich glaube, da ist schon einer auf dem Weg hier hin. Und wir tun jetzt erstmal so, als wenn wir AFK sind. Und wenn hier einer vorbeikommen möchte, dann fangen! Okay, das hat schon mal überhaupt nicht gut funktioniert. Oh mein Gott, ich habe ihn einfach nicht bekommen. Ich hatte so einen tollen Plan. Und dann habe ich den einfach nicht gut umgesetzt. Aber ja, diese Süßigkeiten müssen hier hinten in diese Löcher rein, wie ihr das schon seht. Aber nicht mit mir. Was ist mit... Hallo, was ist mit dieser Süßigkeit los? Yo, die ist voll auf so ein Gummiband. Der Dieb ist doch schon lange weg. Oh, Yola hat einen gefangen. Sehr, sehr gut. Ich kümmere mich jetzt um diese Süßigkeit. Die bringen wir jetzt zu seiner Familie zurück. Los, Süßigkeit. Aua. Okay, irgendwie... Was, die hängt da so komisch fest. Wartet, aber da war doch gerade wieder einer, ne? Hier war doch gerade ein Dieb. Der will bestimmt meine Süßigkeit haben. Da ist er. Läuft er mir direkt in die Arme, der Vollidiot. Haha. So ein Dummkopf. So, aber ich kümmere mich um diese eine Süßigkeit. Die kann mir keiner wegnehmen. Aber ich möchte die gerne da hinten zu seiner Familie zurückbringen. Das ist doch assig, dass die Diebe die einfach von der Familie wegtragen. Ist wahrscheinlich auch richtig dumm, was ich hier gerade mache, aber das ist mir gerade ein Anliegen, dass ich diese eine Süßigkeit... Ey, das ist so schwer. Aber ich möchte diese eine Süßigkeit zu seiner Familie zurückbringen. Komm schon! Als ob das so schwer wäre. Okay, wir kriegen das hin. Dizzy, du und ich. Warte, ich bin ja selber ich. Wir kriegen das hin. So, du bist gleich bei deiner Familie. Nein, nicht ins Wasser. Oh, jetzt bist du ins Wasser gefallen. Oh, das ist der Nächste. Wie, du klaust mir meine Süßigkeit. Okay, Wasser, das ist gut genug. Oh mein, ich hänge voll fest. Den kriegen wir. Warte. Oh Gott, ich glaube, das war auch richtig dumm. Die haben schon acht Süßigkeiten bekommen. Okay, ich glaube, wir verlieren das. Aber dann haben die anderen auch nicht gut gespielt. Klar, ich habe jetzt richtig dämlich gespielt, weil ich die ganze Zeit über diesen einen... Wow, jetzt sind die auch noch freigebracht worden. Weil diese eine Süßigkeit war... Oh nein, die haben schon acht, neun... Warte, warte. Oh nee, okay, die darf da nicht rein. So, ich habe nämlich einen Trick rausgefunden. Man kann die Süßigkeiten meistens hier oben irgendwie... Nein! Hinpacken! Nein, wenn der reinfällt, dann haben wir doch schon verloren. Aber ich glaube, wir haben sowieso schon verloren. YOLO fängt voll viele Leute. Okay, das war richtig schlecht. Ich habe quasi gar nichts gemacht. Ich habe... Einen habe ich gefangen, ne? Einen einzigen Typen. Ach, guck mal, der hat auch schon diesen komischen Rucksack, den man bekommt, wenn man hier die ganzen Aufgaben macht. Ich habe noch nicht alle, wie ihr seht. Ich muss da noch 5, 4. Oh, ich habe doch 3 Leute gefangen. Ich muss noch 4 Leute fangen, dann habe ich hier alles gemacht. Aber ich würde sagen, das sollte mit Süßes Diebe belangen, weil so spannend ist der Modus jetzt auch nicht. Und deswegen spielen wir vielleicht noch einen Duo-Modus mit dem YOLO zusammen. Und wer sich übrigens wundert, wer dieser YOLO Mode Dolo LP ist, das ist ein treuer Zuschauer von mir, der hat mir auch schon Fanarts gemalt. Und ist ein ganz süßer kleine Bube ist das. Der Bornenkampf, der kommt auch richtig, richtig häufig. Gefühlt kommt die Map wirklich bei jedem einzelnen Mal. Und jetzt natürlich eine Anspielung an den Hahnenkampf. Ich fände es richtig witzig, wenn hier irgendwo ein Hahn versteckt wäre. Da ist ja doch ein Hahn. Guck mal, da hinten ist ein Kock. Habt ihr den gesehen? Lol, witzig. Okay, Vollgas hat ja an alles gedacht. wir gehen jetzt erstmal durch die Mitte, weil ich war jetzt schon sehr, sehr häufig den oberen Weg gegangen. Und das ist einfach mega langweilig, weil ich dann immer als erstes ins Ziel komme, weil ich einfach der krasseste Speedrunner ever bin im Bahnkampf. Ich weiß, ich habe euch das noch nie gezeigt, aber glaubt mir einfach mal, dass ich das mache. Und wir gehen jetzt in der Mitte dieser Stage erst auf den Speedrun-Modus, damit die anderen eine Chance haben. Ja, ja, nur deswegen bin ich durch die Mitte gegangen. Und nicht, weil das da so voll war an den Seiten. Nein, nein. So, und jetzt Speedrun! Rüber, nochmal rüber. Das ist so einfach hier oben. Ich weiß gar nicht, warum die meisten Leute da mal runterfallen. Aber es hat, die Bahnkampf macht schon Spaß. Es hat auch irgendwie so einen ganz gewissen Flow, wenn man die ganze Zeit oben bleibt. Und wir sind Position Erster. Guck mal, ich bin extra schon in der Seite vorbeigegangen, damit die anderen eine Chance haben. Und wir sind trotzdem Erster im Trupp. Beste 20%. Nice. Gut gemacht, YOLO. Guck mal, da ist so ein Halo-Typi. Auch cool.
Aber sonst sehe ich nichts super Spezielles. Doch, da ein Drache. Den Drachenkopf hätte ich auch richtig gerne. Dieses Drachenkostüm. Obwohl ich mein Twitch Prime-Kostüm ja auch sehr gern mag. Das erinnert mich so ein bisschen an Greatest Showman. Richtig guter Film, Leute. Gucke ich jedes Jahr. Habe ich bestimmt schon 20 Mal geguckt. Auf allen verschiedenen Sprachen. Also da bin ich Profi und daran erinnert mich das. Und deswegen mag ich dieses genauso sehr. So, jetzt haben wir den Rollweg. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Sieht so aus, als wenn man sehr viel runterfallen könnte, wenn man Pech hat. Mal gucken. Ist man für immer tot, wenn man hier rumfällt? Als zweite Map finde ich das ein bisschen krass, wenn das sowas wäre. Aber ich glaube nicht. Müssen wir mal achten, ob es irgendwie Checkpoints... Oh, gibt. Es gibt auf jeden Fall sehr viele... Oh mein... Okay, das ist ja richtig assig. Vor allem, wenn hier so viele Leute sind, dann kannst du ja... Oh mein Gott, das... Wow, was ist das denn für ein Komisch? Oh mein Gott, ich hasse das. Blöde Hammer. Okay, aber man kann sie ja eigentlich relativ gut retten. Okay, nicht auf die Hammerdinger. Genau, wenn man einfach Hechtsprünge macht, dann bleibt man ja relativ lange in der Luft. Ich glaube, das ist eine sehr gute Taktik, um nicht runterzufallen. Ja, guck, Hechtsprung, Hechtsprung for the win. Nochmal Hechtsprung for the win. Scheißegal, wo du runterspringst. Wenn du im richtigen Moment, oh Gott, fall ich hier runter, einen Hechtsprung machst, dann überlebst du das auf jeden Fall. Außer man ist dizzy und timet das nicht so richtig. Das war aber doch ein eine riesige Lücke dazwischen. Das fand ich ja jetzt nicht so nett. Wo ist denn eigentlich der YOLO? YOLO ist rechts neben mir, glaube ich, gerade runtergefallen. Da ist er, links von mir. Komm, YOLO, wir gehen zusammen ins Ziel. Aber da vorne ist das schon. Hä, okay, also so schwer war die Map jetzt auch nicht. Man muss einfach nur auf diese komischen Hämmer da achten, dass man da nicht richtig drauf ballert. Okay, das hier könnte doch ein bisschen interessant werden. Ist da eine Lücke zwischen? Nee, ich glaube nicht. Komm, YOLO, zusammen ins Ziel. Nice. Komposition 5 sollte lang, besten 11 kommen weiter. Ja, easy. Oh, der ist einfach so rübergesprungen. Das ist ja auch eine geile Taktik. Aber wie lange man Zeit hat, um überhaupt ins Ziel zu kommen. Ich glaube aber auch, Leute, meine Elo ist jetzt nicht so gut. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Elo in diesem Spiel, ne? Deswegen kriege ich natürlich noch voll die Bonobos, meine Teams. Aber ist gut für mich, dann habe ich ein paar Erfolgserlebnisse. Ja, ja. Solange nicht Volleyball kommt, weil den Volleyball habe ich bisher immer verloren. Kommt der Wirbel. Okay, das ist eine Map, die nicht so lange dauert. Du läufst halt ein bisschen im Kreis. Na gut, dann mal let's go. Einfach immer im Kreis laufen. Und ich glaube, man kriegt hier auch Punkte, je weiter man kommt, nicht wahr? Also wir haben ja jetzt schon 8 Punkte, wenn ihr mal oben rechts guckt. Und ich glaube, je länger man überlebt, umso mehr Punkte kriegt man dann auch für das Team. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie weit man jetzt läuft. Ob das dann mehr Punkte bringt. Oder ob man einfach nur überleben muss. Das weiß ich nicht. Vielleicht kriegt man ja extra Punkte, wenn man irgendwo rüberjumpt. Nee, kriegt man nicht. Okay. Also einfach nur überleben und versuchen, Erster zu sein. Da kriegt man, glaube ich, die meisten Punkte, wie ich hier von jeder dieser Dinger getroffen werde. Aber noch lebe ich. Alles easy, Leute. Alles easy. Ich glaube, da kann man auch relativ Pech haben, dass einen das richtig rausschleudert und dann ist man einfach tot. Oh, wow. Ich wurde mal nicht getroffen. Hätte ich gedacht. Ich bin relativ spät. Ich mache hier voll die Tricks. Das waren 360, Leute. Saito 360 vorwärts. Oh, guck mal, der Jonah hat uns überholt. Und da ist er weg. Ich glaub, das hat ihn auch gekillt, oder? Ja, das hat ihn gekillt. Eine Sekunde, bevor es zu Ende war. Witzig, da ist er voll weggeflogen. Genau das, was ich davor noch erzählt hatte. Ach, YOLO. Aber zum Glück sind wir ja im Duo. Und deswegen können wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, aber da fliegen immer richtig wenig Leute raus. Aber dafür ist es auch eine kurze Runde. Ist in Ordnung. Nein, warum denn Volleyball? Ich hasse Volleyball. Ich verstehe Volleyball nicht. Ich weiß nicht, ob man lieber den Ball treffen soll, wenn er relativ weit unten ist, damit er dann irgendwie einen coolen Winkel hat oder sowas. Oder ob man den einfach immer nur rüberbringen muss, damit man hofft, dass die Gegner einen Fehler machen. Aber Volleyball, ich spiele ja in Wirklichkeit auch im... Oder ich habe im Verein gespielt, bevor Corona kam. Und dann kam Corona und dann durfte man keinen Sport mehr machen. Von dem her sollte ich eigentlich wissen, wie das geht mit Volleyball. Aber... Okay, ich kann mich nicht bewegen. Cool. Hallo? Spiel? Hä? Aber er kennt meinen Controller. Guck mal oben links. Wenn ich die Tastatur drücke, dann switcht er. Und wenn ich den Controller drücke, dann switcht er zum Controller zurück. Hä? Okay, warte ich. Pack. Oh, Hüftchen. Sehr gut gemacht, YOLO. ja, ich kann nichts machen. Cool. Nice. Spieler kennt zwar meinen Controller, aber ich kann absolut nichts machen. Ja, 2-1. Wir gewinnen trotzdem. YOLO, du machst das schon. Nee, keine Chance. Funktioniert nicht. Ich bin jetzt aus dem Spiel rausgegangen, ich habe den Controller abgestöpselt und wieder angestöpselt. Der wird ja auch erkannt, aber es funktioniert nicht. Jo, du machst das schon. Eine Minute, 2-2, easy peasy. Vielleicht gewinnen wir ja, wenn ich einfach gar nichts mache. 5-3. Oh, Jo, du kriegst das alleine hin. Was? Jo, du gehst ja richtig ab. Das ist also der Trick. Ich darf einfach nichts machen beim Volleyball. Dann gewinnt mein Team auch.
Aber der nimmt ihn relativ spät. Okay, ja, egal. Gewonnen! What? YOLO, du bist ja richtig der Killer. YOLO hat einfach alleine Volleyball gewonnen. Stellt euch mal vor, ihr müsst alleine Volleyball spielen. Geht das überhaupt? Ist ja richtig assig. Ja, mega. YOLO, hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Oh, hier Hexenwaben-Kackding. Da gehen die Hexagons unter dir kaputt, wenn du drüber läufst. Und ja, es gibt halt mehrere Schichten. Und wenn du ganz unten hinkommst oder halt in diesen Schleim reingehst, wie bei jedem anderen Game auch, dann bist du einfach tot. Guck mal, wie viele einfach meinen Skin hier haben. Ich fasse es nicht. Also meine Idee wäre, genau, hier einfach mir eine Insel zu... Ey, nimm mir nicht meine Insel weg! Mir eine Insel zu machen? Hau ab, das ist meine Insel! Und dann... No! Krieg ich das hin? Komm ich da auf den anderen? Nein, ich bin von der... Oh nö, YOLO! Du hast mir meinen Weg genommen. Oh nein, jetzt bin ich gleich zwei Dinger nach unten gelaufen. Das ist halt die Kacke. Wenn unter dir schon Leute sind... Jetzt ist hier aber gerade gar keiner. Wo seht ihr da? Da sind die alle noch ein über mir. Dann fliegst du mega durch. Oh, YOLO, wir beide sind, glaube ich, alleine auf dieser Ebene. Lass die ganze Zeit hüpfen. YOLO, du machst zu viel kaputt. Ah, ne, hinter dir war einer. Sehr gut, YOLO, du hast den Skill, und die Mühe und überhaupt. Wir machen das zusammen. Das ist unser... Oh, okay, ja, danke, YOLO, dass du mir diese Ebene überlässt. Ich hol das nach Hause. Oh, aber unter mir ist schon ziemlich viel weg. Aber hier ist noch relativ viel. Man kann natürlich auch ein bisschen warten auf diesen Waben. Die bleiben ja relativ lange da. Komme ich da rüber mit einem Hashtag? Ja, okay, nice. Wir machen die ganze Ebene weg. Wir müssen ja auf die Natur achten und auf die Ressourcen, dass wir hier auch alles nutzen. Wir wollen ja keine Umweltverschwendung betreiben, nicht wahr? Alles kaputt machen. Alles kaputt machen, was geht. Nichts soll übrig bleiben. Guck mal, das ist ja richtig nett. Ich kann die hier alle nehmen. Ich glaube, ich komme da sogar rüber mit einem Hashtag. Ja, mega nice. Als ob dir jemand das absichtlich gemacht hat. Dass ich einfach jedes Mal... Na, mit dem Hashtag. Okay, das war zu dumm. Ich bin dumm aufgekommen. No! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aber wenn wir diese Insel hier behalten, dann ist alles gut. Unter uns ist auch noch eine Ebene. Oh nein, jetzt kommt da noch so ein Typ. Ich komme noch hier... Okay, der hat alles weggenommen. Komm ich darüber? Nein. Und nein! Ich fall ganz nach unten! Aber YOLO ist noch drin. YOLO, bring das nach Hause! Du kriegst das hin! Hä, wie assig war das denn? Oh Mann, ich war, glaube ich... Es war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann kommt da dieser eine Typ von oben runter gejumpt. Oh, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein! Richtig Pech! Er hatte auch mega Pech. Okay, ich glaube, YOLO war Dritter, ne? Und ich Vierter oder Fünfter? Ich glaube, ich war Vierter. Dritter und Vierter waren wir. Nein! YOLO! Wir hätten das nach Hause bringen können! Wir hätten das nach Hause... Wieso ist da von oben einer runtergekommen? Ja, komm, jetzt mach! Einer muss noch rausfliegen! Wenigstens einer, der... Ja, okay, jetzt hat da wenigstens einer gewonnen, der auch mein Skin hat. Ach man, ich habe noch nie gewonnen. Noch nie. Oh, die haben sogar beide den Skin. Nice. Na gut. Ich bin trotzdem sehr impressed von YOLO, dass er das Volleyball alleine einfach gewonnen hat. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Folges habt, dann könnt ihr ja hier einmal... Nee, da einmal auf das Video klicken. Das ist noch ganz neu für mich hier mit dieser Endcard. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.